In Händels Xerxes geht es natürlich um die Zurückeroberung einer Bühnenwelt, die als Welttheater funktionieren muss, damit sie überhaupt besteht und ihre Berechtigung hat. Und dafür muss jeder einzelne Mitwirkende sehr kämpfen. Es ist die barocke Pracht, wie man sie sehr selten heute ja überhaupt noch auf einer Bühne sieht. Überhaupt ein Bühnenbild, was so umfangreich ist, so vieles bietet. Es ist alles irgendwo, könnte man sagen, historisch angelehnt. Aber die Personen, die darin agieren, sind wirklich heute lebende Personen. Die Rolle ist so... so ein bisschen so der sympathische Verrückte, der auch ganz gefährlich sein kann. Sehr gefährlich sogar, lebensgefährlich. Aber wo man immer, also man hat immer, glaube ich, noch so die Möglichkeit, ihn doch auch als ganz interessant und nett zu sehen. Ja, es ist ein ganz bewusstes Spiel mit Referenzen. Wissentlich, dass eigentlich diese Epoche schon sein Zenit erreicht hat und dass was ganz Neues anbricht. Und deswegen bricht das Ganze immer wieder auf. In unterschiedlichsten Farben und Facetten, eben schwankend zwischen Komödie und Tragödie. Ich glaube, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, auch Oper auf diese Art und Weise mal darzustellen, mal zu zeigen, wenn wir den Humor bei der Sache nicht verlieren.